einen besonderen Schmankerl, einen besonderen Gast. Ich freue mich extrem. Wir haben den Präsidenten da vom Deutschen Schachbund. Und der Präsident, das ist unser Ulrich Krause, der ist nicht nur Präsident vom Deutschen Schachbund, sondern der ist auch ganz aktiv in seinem Verein. Und das habe ich direkt gesehen, nach der ersten Runde DSOL-Liga, hat er direkt einen Bericht geschrieben, nachts noch, auf der Homepage gesehen. Ich habe es dann gesehen, also es war ganz großartig. Und von daher sehe ich, da ist auch sehr viel Herzblut drin. Er spielt selber, er flankiert das Schützenbrett von Lübeck SV, von seinem Heimatverein, wo er auch schon ganz viel auf die Beine gestellt hat. Ich kenne ihn auch von ganz früher, wir haben schon deutsche Meisterschaften gegeneinander gespielt. Und der Mann, der ist also nicht nur Präsident, sondern der weiß so richtig, wie die Figuren ziehen. Herzlich willkommen, Ulrich Krause. Ja, hallo Sebastian, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich auch mal bei der DSOL-Show dabei sein darf. Wunderbar. Super, dass es geklappt hat. Mhm. Jetzt, Lübeck ist heute jetzt im Finale nicht mehr dabei, aber ihr habt auch eine sehr, sehr starke Gruppe gehabt. Ich habe auch Partien verfolgt von euch und du hast auch immer fleißig die Berichte geschrieben. Wie ist das bei euch? Wie ist euer Verein aufgestellt? Mit wie vielen Mannschaften habt ihr jetzt gespielt in der DSOL-Liga und seid ihr einfach abgefragt worden? Wer macht das bei euch? Habt ihr Mannschaftsführer? Wie muss ich mir das vorstellen? Weil ich habe gesehen, ihr habt auch mit zwei ganz jungen Spielern gespielt, mit der Lisa. Und erzähl mir einfach mal kurz, wie das bei euch kam, dass ihr euer Team zusammengestellt habt für die DSOL-Liga. Ja, das mache ich gerne. Also das ist der Lübecker Schachverein. Ich weiß gar nicht, ob du das eben gesagt hattest. Wir sind ein relativ großer Verein mit mehr als 200 Mitgliedern unter den Top 10 deutschlandweit. Und ich bin schon immer bei diesem Verein gewesen. Das ist mein erster Schachverein. Das wird auch mein einziger Schachverein bleiben, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert. Ich war da lange Jugendwart, dann Vorsitzender und bin jetzt inzwischen zweiter Vorsitzender. Das heißt, ich habe mich so ein bisschen rausgezogen aus dem operativen Betrieb, aber ich bin da immer noch präsent im Vorstand und mir liegt der Verein natürlich immer noch sehr am Herzen. Ich habe mich auch so ein bisschen gekümmert um die DSOL-Mannschaft, dass wir da eine Mannschaft zusammenkriegen. Ich habe jemanden gefunden, der den Mannschaftsführerposten übernimmt. Okay. Gott sei Dank. Und der hat dann die eigentliche Arbeit erledigt, nämlich die Leute anzurufen und auch dafür zu sorgen, dass wir entsprechende Anzahl an Spielern haben und so weiter. Und wir hatten, genau wie du das gesagt hast, eine bunte Mischung. Also wir hatten so 3-4 alte Männer, wenn ich das so etwas despektierlich sagen darf. Also, aber auch junge Spieler, zum Beispiel die Lisa Sigmann, die ja nur mit 10 Jahren wirklich extrem jung ist, aber trotzdem schon relativ lange dabei ist. Also das ist ganz erstaunlich. Also ich selber habe am ersten Brett gespielt. 4 Partien konnte ich einrichten von den 7 Runden. Und wir waren in der zweiten Liga und in der Tat waren die Gegner, also fand ich sehr stark. Ich habe von den 4 Partien 2-mal gegen einen internationalen Meister gespielt. Habe ich gesehen, ja. Also dementsprechend war das Ergebnis auch mit 1-4, naja, aber gegen internationale Meister kann man ja auch mal verlieren. Absolut. Grundsätzlich fand ich das, die Teilnahme an der DSOL wirklich spannend. Also ich habe das letztes Jahr auch gemacht, da habe ich auch mitgespielt. Und für mich war das eine sehr schöne Abwechslung zu diesem ewigen Geblitze online. Ja. Also ich spiele auch regelmäßig online Blitzpartien, vielleicht so ein Dutzend Partien am Tag, würde ich schätzen. Und da war die DSOL wirklich eine angenehme Abwechslung, weil man wirklich mal eine richtige Schachpartie wieder gespielt hat. Also 45 Minuten Bedenkzeit ist ja schon ganz ordentlich. Also ich habe das als sehr angenehm empfunden und auch dieses Mannschaftsspiel. Also ja. Es gibt ja auf bestimmten Servern auch diese Quarantäne-Liga, zum Beispiel bei Leeches, das kann man nur ruhig mal sagen. Und das spielt man aber eigentlich nicht richtig in der Mannschaft. Jeder spielt für sich und dann werden die Punkte zusammengezählt. Ja. Am Ende. Und hier ist das wirklich, man spielt zu viert, man guckt ja auch zu bei den anderen. Wir haben uns dann immer danach noch getroffen. In der ersten Saison war es so, dass wir das direkt machen konnten. Das war gerade zu der Zeit, dass das möglich war. Da haben wir uns einfach zu viert ins Vereinsheim gesetzt und gespielt. Das ist jetzt ja nicht möglich gewesen. Aber wir haben uns dann nach den Partien immer noch auf einem Discord-Server getroffen, den der Lübecker Schachverein auch betreibt und haben dann da die Partien gemeinsam analysiert. Also das ging schon in Richtung Mannschaftskampf und Mannschaftsgefühl. Ich fand das wirklich großartig. Also ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Das konnte ich auch deinen Berichten entnehmen. Also das muss man echt sagen, das hört sich richtig gut an, dass ihr auch teilweise dann selber analysiert die Partien richtig und dann das nochmal Revue passieren lasst. Und wie ich schon sehe, du bist wirklich ein richtig aktiver Präsident vom Deutschen Schachbund. Also gerade im Verein, das lebst du richtig. Ich erinnere mich noch Faszination Schach, da warst du auch fast jeden Tag und hast da mitgemacht. Also von daher sehr viel Herzblut im Verein. Du hast auch schon selber gesagt, das ist dein Verein. Ich glaube, von 1873 ist das, also auch ein ganz altehrwürdiger Verein. Und du hast selber gesagt, du gehörst zu den größten Vereinen in Deutschland. Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wie seid ihr zurzeit aufgestellt? Macht ihr denn außer der DSOL-Liga noch was online? Oder weil ihr könnt euch ja wahrscheinlich auch nicht in eurem schönen Vereinsheim treffen. Nee, in der Tat. Das ist momentan für alle Vereine nicht möglich, leider. Wir haben in der Tat vor einigen Wochen, vor 2 Monaten würde ich schätzen, so einen Online-Schachkurs für Anfänger angeboten, für Kinder. Und haben da eine riesige Resonanz gehabt mit 90 Teilnehmern. Boah. Ich habe auch von diesen... Das fand ich wirklich gigantisch. Das machen so 5 oder 6 Leute von uns. Einer allein kann das ja gar nicht machen. Wir haben da also wirklich ein ganzes Team.
Wir haben eine sehr aktive Jugendwartin, die da wirklich, die spielt gar kein Schach eigentlich, das ist die Mutter von einem schachspielenden Kind. Aber die hat ja auch. Die kenne ich. Naja, die investiert da auch sehr viel Zeit und Nerven, kann man auch sagen. Und von diesen 90 Kindern, die da online gespielt haben bisher, da wollten noch 10 oder 15, haben jetzt schon gesagt, dass sie dann, wenn es wieder geht, auch bei uns im Verein auftauchen werden. Also ja, so wir nutzen die Möglichkeiten, die man halt zurzeit hat. Das ist ja nicht viel, aber online geht's halt und ja, auch das kann erfolgreich sein. Also ja, das kann ich wirklich nur sagen, das sollte man versuchen. Es ist möglich, es ist auch nicht so schwierig, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also. Ja, stark. Okay, das ist jetzt erstmal dein Eindruck vom Verein her. Dann weiß ich auch ein bisschen, wie ihr aufgestellt seid. Und jetzt in der Pandemiezeit, jetzt gehen wir mal zu DSOL als deine Funktion als Präsident des Deutschen Schachbundes. Was würdest du da generell für ein Fazit ziehen? Ich habe gerade eben ganz klar in einem Interview auch rausgehört, hier von unseren Schachfreunden aus dem Ruhrgebiet in Gelsenkirchen, dass sie ganz klar gesagt haben, das ist ganz wichtig, dass der Wettkampfgedanke halt dadurch halt aufrechterhalten bleibt, weil sonst, wenn man nur so ein bisschen rumzockt im Internet oder so, das ist halt wirklich was ganz anderes. Und was du gerade gesagt hast, genau, man braucht Struktur und man hat halt einfach dann auch wirklich so einen richtigen Mannschaftskampf und man hat dann ein ganz anderes Mannschaftsgefüge und auch man fühlt sich als Mannschaft. Kannst du jetzt schon was sagen? Das war jetzt die zweite Staffel. Wie sieht's aus? Ich habe schon Munkel gehört, es soll eine dritte Staffel geben, aber gibt es da schon konkrete Gedanken? Wie sieht's aus? Also grundsätzlich ist es so, dass wir, um einen Schritt zurückzutreten, beim Deutschen Schachbund dauern die Prozesse manchmal ein bisschen länger. Wir führen bestimmte Dinge ein, die neu sind, zum Beispiel die Meisterschaftsgipfel oder die Internetmeisterschaft, und dann dauert das immer noch längere Zeit, bis das tatsächlich stattfindet. Also in den beiden Fällen, die ich gerade genannt habe, Meisterschaftsgipfel und Internetmeisterschaft, hat das 2 Jahre gebraucht von der Entscheidungsfindung bis zur Durchführung. Ja, also das ist nun mal so. Ich habe noch nicht ganz genau ergründen können, woran das liegt, aber die Prozesse brauchen halt eine gewisse Zeit. Bei der DSOL, das war sozusagen das extreme Gegenbeispiel. Wir haben vor etwas mehr als einem Jahr uns überlegt, dass wir was tun müssen, dass wir unseren Vereinen einen Spielbetrieb anbieten müssen in dieser Corona-Zeit und haben das einfach entworfen, das Konzept, und wenige Wochen später ging es dann schon los. Also das zeigt, es geht auch. Man kann auch relativ schnell, hier ist natürlich klar, hier war Not am Mann, aber man kann doch einfach mal Sachen sich ausdenken, umsetzen und dann macht man das. Ich fand die Idee toll, ich fand auch die Umsetzung toll. Der Zuspruch der Vereine beweist ja auch, dass das Angebot wirklich gut angenommen wird und dass das auch dringend notwendig ist, glaube ich, in dieser etwas seltsamen Zeit. Wir haben den Partner Chessbase, darf ich auch gerne mal sagen. Vielen Dank an unser Partner, dass das alles so einwandfrei funktioniert. Ganz am Anfang hat das ein bisschen gerumpelt, inzwischen geht es viel besser. Wir haben auch die DSOL Live-Show. Vielen Dank an dich, Sebastian. Finde ich auch ganz toll. Das ist auch ein echter Mehrwert dieser Veranstaltung, dass die Vereine sich vorstellen können, dass die Vereinsvertreter sich mal äußern. Das finde ich persönlich hochinteressant und da bin ich wohl auch nicht der Einzige. Die Zugriffszahlen auf unserem Kanal beweisen das ja auch. Ich bin mir sehr sicher, dass wir eine dritte Auflage machen, um deine Frage zu beantworten. Ich entscheide das natürlich nicht alleine, aber grundsätzlich spricht nichts dagegen. Also wir haben ein aktives Team, die sind alle hoch motiviert, auch das fortzusetzen. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass wir das auch verstetigen in der Nach-Corona-Zeit, wenn es die dann irgendwann mal gibt, dass man dann vielleicht die DSOL als Angebot in der langen Sommerpause unterbreitet, dass man da auch eine Art Spielbetrieb dann unserem Verein anbieten kann. Okay. Aber eine Idee für einen Zeitrahmen, habt ihr da schon was? Kannst du da schon was verraten oder ist das einfach, lassen wir einfach erstmal offen? Nee, okay. Das weiß ich nicht. Also wir werden jetzt nach der zweiten Saison natürlich so eine Art Auswertung machen. Was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, wie können wir noch besser werden? Und dann kann man in der Tat mal drüber nachdenken, wann die dritte Staffel denn sinnvollerweise beginnen sollte. Absolut. Gibt noch keinen Termin. Ja, mich hat extrem viel positives Feedback erreicht, genau wie du gerade auch schon gesagt hast. Das hört sich alles immer super an. Das einzige Problem, das wir ja leider haben im Internet, ist halt immer diese Sache mit dem Cheating. Ist ein ganz heikles Thema, weiß ich. Kannst du da trotzdem ausnahmsweise schon was zu sagen? Weil alle Schachfreunde fragen mich immer, kann man nicht was machen, Sebastian? Ich meine, ich habe das ja nicht in den Händen. Ich kann mich da nicht aktiv drum kümmern, aber ich kann das natürlich mal ansprechen. Und wäre natürlich toll, wenn du als Präsident auch da eine Stellung zu nehmen könntest. Ja, das kann ich gerne tun. Ich habe mich mal informiert bei unserem Team. Der aktuelle Stand ist der, dass wir bis zur dritten Runde einschließlich 17 Anzeigen hatten und eine Disqualifikation. Und inzwischen, also bis einschließlich Halbfinale quasi, das Finale ist ja heute Abend, haben wir 35 Anzeigen und 6 Spieler disqualifizieren müssen in Summe.
eine Erkenntnis haben wir jetzt schon gewonnen. Ich sagte ja eben, die generelle Auswertung wird noch erfolgen, aber eine Erkenntnis haben wir jetzt schon gewonnen. Dieses Anti-Cheating-Team ist zu klein. Im Verhältnis zu der Anzahl der gespielten Partien sind das zu wenig Leute. Also man kann sich ja auch nicht wochenlang die ganzen Partien anschauen. Das muss ja auch alles in einem überschaubaren Zeitrahmen zu erledigen sein. Und wir werden beim nächsten Mal das Anti-Cheating-Team deutlich erweitern. Einfach mehr Leute, ganz schlicht und ergreifend mehr Leute. Dann können wir uns auch mehr Partien gründlich anschauen. Du hattest das ja eben auch schon angedeutet. Die allgemeine Meinung ist ja, dass das wirklich ein Thema ist. Und die Dunkelziffer ist natürlich auch irgendwie undefiniert oder hoch, je nachdem, wen man so fragt. Das Hauptproblem ist meiner Meinung nach, oder selbstverständlich, das sehen wahrscheinlich alle so, dass die Überwachung durch die Webcam nicht möglich ist bei einem Breitenschachturnier. Also wenn man das Online-Cheating ausschließen will, dann muss man zwei Kameras anschalten, eine, die den Spieler von vorne zeigt, eine von hinten, den Monitor zeigt, dann kriegt man das hin. Genauso werden ja auch die professionellen Turniere gespielt, wo es um viel Geld geht. Das kann man bei einem Breitenschachturnier mit 3000 Spielern nicht machen. Also erstens kann man es den Spielern nicht zumuten. Absolut. Breitenschach wohlgemerkt. Und zweitens haben wir natürlich nicht die Leute, die sich 1000 Kameras angucken können. Also wie soll denn das funktionieren? Ja, und genau. Ich habe natürlich diese absolute Überwachungsmöglichkeit nicht und dadurch bleibt natürlich immer eine Restunsicherheit. Es gibt die Algorithmen, die die Partien analysieren in Bezug auf die Züge, die Bedenkzeit, das Mausverhalten, aber man weiß es immer nicht genau. Man kann nicht hundertprozentig sagen, der und der hat jetzt betrogen oder eben nicht. Ja, vielleicht kann man einfach noch ein bisschen mehr appellieren auch an die Vereine, dass sie halt auch selber ein bisschen Verantwortung übernehmen, halt einfach mit ihrem Team das nochmal besprechen in der Mannschaftssitzung, weil im Endeffekt, das sehen wir selber auch dieses Jahr auch an den Rückzügen oder was da passiert ist, da hilft sich ja keiner mit, ne? Und die Mannschaften, die haben ja eigentlich meistens ein Einsehen und die wollen das ja auch gar nicht, ne? Das heißt, das sind ja wirklich eigentlich einzelne Spieler, die da Quatsch machen. Und da muss man vielleicht einfach als Mannschaftsführer und als Team auch ganz klar Farbe bekennen und einfach sich so einen Kodex verschreiben. Nö, bei uns nicht. Bei uns im Team wird einfach sauber gespielt und vielleicht kann man da noch ein bisschen in die Kommunikation ein bisschen mehr treten, dass man halt vielleicht auch einfach die Vereine da ein bisschen aufruft, dass die halt das wirklich auch selber in die Hand nehmen. Und ich glaube, dann ist allen gedient, ne? Also wie du gerade gesagt hast, eigentlich man hat die Überwachungssysteme und das Team muss noch größer werden, ist klar, aber eine Idee ist halt auch einfach alle nur anzusprechen. Also das kann ich wirklich nur unterstreichen. Wie soll man es am besten formulieren? Die soziale Komponente muss hier eine größere Rolle spielen. Also wenn ich in einer Mannschaft spiele mit drei Leuten, die aus meinem Verein sind, dann kenne ich die. Das sind ja nicht irgendwelche Unbekannten, das sind Leute, die ich kenne. Ich weiß auch, wie die spielen. Also ungefähr welche Öffnungen die spielen, ob die lange nachdenken oder nicht, ob die vielleicht mal dazu neigen, bei wenig Bedenkzeit was einzustellen oder nicht, ob das ruhige Spieler sind oder aggressive Spieler, das weiß man ja in der Regel. Und wenn dann der Partieverlauf von einem dieser Spieler auf einmal ganz anders ist als sonst. Andere Eröffnungen, auf einmal werden alle taktischen Verwicklungen wunderbar gemeistert oder das Endspiel wird extrem sauber gespielt und so weiter, dann würde ich doch erwarten, dass vielleicht der, ich weiß nicht, ob man den Mannschaftsführer da so ein bisschen verpflichten kann, dass der mal mit dem Spieler, mit der Spielerin mal spricht und sagt, sag mal, das kommt mir ja schon ein bisschen komisch vor. Das ist natürlich ein unangenehmes Gespräch, aber ich würde auch eher in die Richtung gehen. Ja. Da wir die technische Überwachung nicht erweitern können, muss man das auf dem Weg über die Mannschaften, über die Mannschaftskameraden vor allem irgendwie. Ja, weil die auch mehr, die sind auch viel näher dran. Ja, ne? Genau, so genau wie du gesagt hast, die soziale Komponente ist da viel stärker ausgeprägt und wir wollen das alle nicht und deswegen wäre das natürlich toll, wenn wir das einfach in den Griff kriegen könnten und dann uns nur noch auf die Partien freuen können. Ja. Weil so muss man halt immer gucken, wenn dann ein Sensationssieg ist oder so, dann ist immer so ein kleines Geschmäckle dabei, dann muss man das immer prüfen und das regt mich halt auch total auf, weil ich freue mich immer, wenn Jugendliche auch Riesenleistungen bringen, aber in der heutigen Zeit muss man immer wieder nachfragen, ja, warum? Ne? Und das ist halt einfach schade. Früher haben wir uns einfach über einen tollen Sieg gefreut und ich hoffe, da kommen wir auch wieder hin. So, jetzt noch ein bisschen positive Energie wieder. Wie sieht's aus? Jetzt ist ja schon wieder extrem viel los. Das heißt, wir haben nächste Woche den Mitropa Cup, den spielt die deutsche Nationalmannschaft. Ja. Und da gibt es auch Schach Deutschland mit Klaus Bischoff natürlich. Mhm. Und dann gibt es noch jetzt gibt es schon ein paar andere Projekte auch. Die Elisabeth macht eine kleine Serie. Jetzt hatten wir auch von der Kader Challenge ein bisschen was im Nachgang. Wie seid ihr da aufgestellt? Was gibt es als nächstes sonst noch? Hast du oder und dann auch Over the Board? Kannst du da schon einen kleinen Ausblick machen, was es da sonst noch für Möglichkeiten gibt demnächst? Also dieser Kanal Schach Deutschland TV, der heißt ja bewusst nicht Deutscher Schachbund, sondern eben Schach Deutschland TV, weil das ein Angebot ist, auch für die Landesverbände und für Vereine und für wen auch immer, der sich da präsentieren will. Also ich kann nur noch mal dafür werben, wenn jemand Interesse hat, was zu machen, die Geschäftsstelle ansprechen oder meinetwegen auch direkt mich.
Und dann finden wir mit Sicherheit einen freien Termin, wo man sich da mal präsentieren kann und außer der Reihe was machen kann. Das haben wir auch verschiedentlich schon gemacht. Der Schachverband Schleswig-Holstein übrigens auch schon einmal mit Frederik Swane. Das ist einfach eine gute Sache. Wir können auch schon sprechen, finde ich, über die Interviewreihe, die du demnächst machen wirst. Das ist ja ein wichtiges Projekt auf Schachdeutschland TV, wo du dich mit allen Kaderspielern jeweils unterhältst für eine Stunde, die Hälfte schachlich, die andere Hälfte dann privat, und wo man unsere Kaderspieler und Kaderspielerinnen da mal näher kennenlernt. Da bin ich sehr sicher, dass das sehr gut ankommen wird. Ich freue mich sehr, dass du das machst. Und ich bin auch sehr gespannt auf die Interviewreihe. Also das beginnt am Mittwoch. Am Mittwoch schon, da siehst du dann. Mittwoch, 20.30 Uhr legen wir los. Mhm. Und genau, also angelehnt, auch wie wir jetzt hier eigentlich immer schöne Interviews die Vereine vorgestellt haben, wollen wir einfach die Spieler richtig persönlich vorstellen, ja, und einfach mal ein paar andere Blickwinkel, ne? Dass man sich einfach mal öffnet und einfach mal sieht, was hinter den Spielern, statt der einfachen Züge, was da alles so dahinter steht. Und over the board, was steht da an? Was hast du da schon im Petto? Ich habe gehört, Meisterschaftsgipfel sieht ganz gut aus, oder was kannst du da verraten? Das ist ja schwer zu sagen. Also wir planen zurzeit den Meisterschaftsgipfel, das ist ja Ende Juli. Ich bin mir sicher, dass wir das nicht so groß machen können wie vor 2 Jahren, als wir ja am letzten Wochenende, ich weiß gar nicht, 800 oder 900 Leute da hatten. Das wird nicht möglich sein. Aber wir wollen alles ausrichten, was irgendwie möglich ist. Ob wir die beiden Masters-Turniere da mit einbinden können, das ist noch eine Frage eines Terminkonfliktes. Da gibt es noch ein anderes Turnier, was uns da eventuell stört. Aber ich bin doch sehr optimistisch, dass wir den Gipfel mit den deutschen Meisterschaften, also im Turnierschach, im Blitzschach, Pokal und so weiter ausrichten können. Möglicherweise fällt die DSM-Endrunde wieder aus. Das wäre natürlich sehr schade, weil das letztes Jahr ja auch schon der Fall war. Also ich denke, man kann sagen, der Gipfel wird wohl stattfinden, soweit man das jetzt sagen kann, aber eben nicht in dem Umfang, wie wir das gerne hätten. Das ist so das nächste große... Genau, das wäre 24. Juli bis 1. August. Ja. Genau. Und in Magdeburg, in Sachsen-Anhalt. Und da passieren jetzt sowieso ganz viele Aktionen. Der Metropacup wird jetzt auch da nächste Woche gespielt. Mhm. Und der Kongress ist, glaube ich, auch da im Juni. Also der Kongress ist ja schon am 12. Juni. Und ob wir das tatsächlich vor Ort machen können, das wage ich mal zu bezweifeln. Also das kann man ja auch relativ problemlos online machen, diese ganzen Meisterschaften online zu spielen. Das wird dann etwas schwieriger. Okay, alles klar. Das ist ja schon mal ein sehr positiver Ausblick. Sieht trotzdem alles sehr, sehr gut aus. Und du hast ja selber gesagt, man soll auch ruhig das mal ins Kalkül ziehen, dass man halt auch diese Online-Präsenz halt auch rüberzieht in das Vereinsleben nachher und da halt auch dann Angebote hat. Lübecker SV hat es ja optimal vorgemacht mit 90 Anmeldungen. Das ist ja gigantisch. Ich bin ja echt hin und weg. Also klasse, was ihr da rockt. Ja, lieber Ulrich, vielen Dank für das Gespräch und für dein Fazit erstmal von der DSOL und für den Ausblick. Hast du noch was auf dem Herzen, was du den Zuschauern noch mit auf den Weg geben möchtest? Ach nö, ich freue mich sehr auf heute Abend. Ich bin gespannt, wer am Ende dann gewinnen wird. Du bist ja dann wieder live dabei sozusagen. Also freue mich auf das große Finale. Vielleicht noch einmal, dass Deitzis auch mitspielt mit den Nationalspielern. Das ist natürlich auch eine ganz großartige Sache. Wir haben das eigentlich konzipiert als Breitenschach-Event und dass dann der Sven Noppes vermutlich federführend da die Großteil der deutschen Nationalmannschaft aufstellt. Das ist ja großartig, oder? Also da war ich wirklich schwer begeistert und mal gucken, wie es heute ausgeht. Ich meine, es ist ja noch nicht sichergestellt, dass sie auch wirklich gewinnen. Das genau, weiß man nicht. Das ist ja das Schöne auch an 4 Brettern, ist ja auch dieser Pokalcharakter da, wenn da mal eine Partie gut läuft. Ne? So hat ja Salzgitter auch direkt die Saison Augen gefangen mit einem 2-2. Ja. Das war natürlich die Sensation und das ist natürlich auch das Salz in der Suppe, das uns so viel Spaß macht. Gut, in diesem Sinne, lieber Ulrich, alles Gute nach Lübeck. Ja, vielen Lass Dank. Gut gehen. Und dann sage ich mal bis die Tage. Ja? Bis bald. Bleib gesund. Alles Gute dir. Danke dir. Du auch. Tschüss.